Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dishonored und diesmal sogar mit Ingame-Sound. Jo. Zeit von hier zu verschwinden. Ist das jetzt richtig in der Schule haben? Ist das schon ein Weilchen her? Jetzt bloß keine Blödsinn machen. Jo, hier sind wir fertig. Decoro, ich bin Samuel. Hier bin ich. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Was hast du gesagt? Ich war gerade von der Wahl abgelenkt. Ah, ja. Okay, los geht's. Niedrig, huh, Glück gehabt. Ein Knochenartefakt haben wir nicht gefunden und etwa der Hälfte des Geldes nicht. Aber keinen Alarm ausgelöst. Ha. Martin ist auf dem Weg zu den Kaisertreuen, während Campbells Schicksal die Aussehen ins Chaos gestürzt hat. Die Entschlüsselung von Campbells Tagebuch könnte so manches wichtiges Geheimnis aufdecken. Nicht zuletzt den Aufenthaltsort der rechtmäßigen Thronerbin Emily Caldwin. Na dann, hier sind wir wieder. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Ihnen, Corvo, danke. Mein Onkel ist ein guter Mensch. Eines Tages wird er es beweisen. Hier. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. Dankeschön. Haben wir irgendwas mit Kräften? Sie sind alle korrupt. Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Bürger, Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Boulevard, ja. Hoffentlich war der Oberaufseher nur der erste Schritt auf diesem Weg. Und wir müssen das mit. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lord Regenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lord Regent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Thank you.
Sie haben Glück, dass ich Sie nicht hinauswerfe. Es ist die Pflicht jeden Bürgers, verräterische Worte und Taten zu melden. Der Staat verlässt sich auf Sie. Sie das gemacht? Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier, der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar... Corvo, mein Freund, brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen. Ah ja, danke schön. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Cornwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten.
Corvo, auf ein Wort. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Corvo, mein Freund, brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich was für Sie herstellen? Ein paar Betäubungsbolzen wären schön. Nehmen wir halt die dabei, man kann sie jederzeit ändern. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupte Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendletons verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lord-Regenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Custis und Lord Morgan Pendleton. Na dann. Ich werde sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corvo. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, dass sie Campbell ausgeschaltet hat. So,
bestrafen, wer immer du bist. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Wenn du dich zeigst, werde ich Milde walten lassen. So. Schluss jetzt. Nichts passiert. Achtung, Bürger von Dunwall. Thaddeus Campbell, der frühere Oberaufseher, ist kein Bürger von Dunwall. Ein Almosen für einen armen Bettlerkumpel? Wie sieht's aus? Und nach einer der ältesten Traditionen des Jedermannsordens macht sich jeder der... Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Ach so, so. Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Er will reden. In der Destillerie. So, so, Pilatus. Wir sehen uns wieder mit Zeit. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.